Ja, hat dir in der Hände so. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Nürnberger Arena Südkurve. Seid ihr bereit für die Gladiatoren? Dann hebt die Hände hoch, Blau, Schwein. Ja. Wir sind 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 stolz auf die Jungs, auf die Jungs. Diese Mannschaft ist mehr als nur Fußball, es ist mehr zwischen uns. Eine Armee wie 300, kommt ruhig mit euren 300 in unsere Stadt. 38, 100, wir sind stark wie ein Felsen, PTSV. Der Verein, der was kann, yeah. Hört ihr den Klang von Gesang, ja, ihr wisst es genau. Lasst die Löwen frei, denn sie sind hungrig. Es geht los, let's go, blau-gelbe Tradition. Kommt, genießt dieses Spiel, der Familie. Blau-gelb, die Farben dieser Stadt, die wir lieben. Wir siegen im Bund der Zusammenhalt. Ein Ziel wird ein Löwe, die Hymne bis der Asphalt leer. In den Farben, wir sind die Stadt, die den Löwen in den Herzen tragen. Wir sind Bund, wir sind Bund, scheu, ja. 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 Ja, Hakim, vielen Dank, dass du zu uns ins Studio gekommen bist. Gerne, gerne. Wir haben ein ganz interessantes Thema, das heißt eigentlich mehrere Themen. Aber bevor wir anfangen, würde ich dich bitten, einfach mal dich so mit ein paar Sätzen vorzustellen. Wer du bist, was du machst, wo du herkommst. Ja, mein Name ist Hakim, bin 28 Jahre alt, bin Künstler, Musiker, komme aus der Region Braunschweig, bin auch hier geboren und ja, und heute stelle ich mich halt vor. Ja. Und meine Sachen, die ich halt so jetzt in der letzten Zeit gemacht habe für die Stadt und für mich selber auch. Das ist ein gutes Stichwort. Braunschweig geboren, also Ur-Braunschweiger. Richtig. Und du hast gerade gesagt, du hast was für die Stadt gemacht, du hast da bestimmte Dinge gemacht. Und vielleicht fangen wir mal mit der Eintracht-Geschichte an. Was hast du denn da gemacht? Ja, ich habe einen Song für die Braunschweiger Jungs, der Mannschaft, dem Verein und der Stadt Braunschweig halt. Habe ich einen Clip gemacht mit einem super Song, Motivationssong für die Stadt und für den Verein. Ja, und der kam ganz gut an, muss ich sagen. Und hat mich sehr gefreut. Ja. Und jetzt macht man halt weiter neue Sachen und man repräsentiert auch die Stadt. Und mache ich auch gerne. Als Braunschweiger muss man das ja auch irgendwo auch tun. Ja. Also so ein bisschen Lokalpatriotismus ist dabei, genau, richtig, bei dem, was richtig, du da gemacht hast. Richtig. Ja. Wie kommt man darauf, sowas zu machen? Ja, das ist ja nicht bin ich auf die Idee gekommen? Also ich bin selber auch, jahrelang habe ich Fußball gespielt, auch bei dem Verein angefangen, von klein auf. Seitdem, mit 4 habe ich angefangen, bei Eintracht Braunschweig zu spielen. Mit 4? Mit 4, war ich in den Pampers, sagt man, Mini. Ja, und wollte ich halt gerne was zurückgeben. Mit der Zeit kam es dann so, ich dachte, ja, jetzt bin ich in dem Alter und würde gerne dem Verein auch was wieder zurückgeben. Und dann habe ich das gemacht. Und so kam ich auf die Idee, halt den Song zu machen. Ja. Und ja gut, das macht man natürlich jetzt nicht mal so eben nebenbei, sondern da muss man ja sicherlich schon vorher auch mit Musik zu tun gehabt haben. Richtig. Mit Kompositionen, mit Texten und so weiter und so fort. Wann hast du denn damit angefangen? Ja, Musik, seit 4 Jahren mache ich jetzt Musik. Vorher habe ich halt getanzt jahrelang im Hip-Hop-Bereich. Mhm. Und ja, kommt der eine auf den anderen zu und da vom Hip-Hop-Tanzen zu Musik war dann irgendwann schon geplant, dass ich dann die Musik auch noch mache. Ja. Dann gab es halt
Aber bestimmte Gründe, warum ich die Musik angefangen habe, halt schlechte, sage ich mal. Halt, es ging um ein Kind. Ich habe ein Kind, halt, der ist 9 Jahre alt, ist ein Mädchen. Und ja, da hat man Probleme gehabt mit in der Familie und mit der Partnerin. Und dann fing ich an, halt meine Gedanken auf den Zettel zu schreiben. Und so kam ich dann zur Musik, nach dem ersten Song für meine Tochter. Das war auch ein Hip-Hop, oder? Ja, auch ja. Ein bisschen trauriges Lied, sag ich mal. Ja. Und so fing es dann an. Die Leute haben es gefeiert, fanden das toll, was ich mache. Hm. Und so fing ich dann weiter Musik zu machen und noch ein Song und das kam dazu. Das finde ich interessant, dass du hast also praktisch, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, was du gerade gesagt hast, hast du die Musik als Ausdrucksmittel für deine Gefühle verwendet. Genau, richtig. Ja. So kann man's die nach außen. Hast du, ist das ein Teil für dich gewesen, auch ein Teil der Verarbeitung dessen, was da passiert war? Das war ein sehr großer Teil, das zu verarbeiten, sag ich mal. Und das war auch hauptsächlich der Punkt, um meine Gedanken irgendwie freien Lauf zu lassen und die auf Papier zu schreiben, da man das eigentlich nicht jedem erzählen kann oder nicht möchte irgendwo. Ja. Habe ich es auf Papier gebracht und so haben es die Leute dann auch mitgekriegt, wie es mir geht in der Zeit. Mhm. Und so kam es dann auch zur Musik. Das ist ja teilweise auch ein Stilmittel des Hip-Hop, ne? Genau. Diese Geschichte, Ausdruck von Gefühlen. Genau, wiederzugeben, so wie man sich gerade fühlt. Ja. Weil viele Menschen können es nicht, die Ausdrücke einfach normal irgendwie den Leuten zu sagen. Und so kommt das auch dann mit der Musik, bringt man das dann halt auch so aufs Papier. Ja. Und es kommt, muss ich sagen, ganz gut an. Hätte ich selber nicht gedacht, aber... Ja gut, das muss aber dann ja irgendwo weitergegangen sein. Ne? Und das ist ja nicht alles, was du gemacht hast oder was du machst, ist ja dann nicht eine Verarbeitung von eigenen Gefühlen, Problemen, die du nach außen trägst, sondern dann hast du ja wahrscheinlich, gab es irgendwo eine Situation, wo dann auch der Spaß an der Musik dazu kam und die Freude und Kreativität. Die war ja schon immer vorhanden, sag ich mal, vom Tanzen aus alleine schon, diese Leidenschaft zur Musik, ja. Die Instrumente und das kam dann alles noch dazu, dass man dann irgendwann selber produziert hat. Mit einem Freund namens Jacuzza, das ist auch mein Produzent. Mhm. Und ja, so kam dann das eine zum anderen. Und jetzt produzieren wir alle selber, wir komponieren selber, wir machen eigentlich theoretisch selber alles. Ja. So. Das ist die Leidenschaft. Auch. Man hört das auch. Ja. hast du irgendeine Ausbildung in der Richtung oder ist das alles nee, das kam Autodidakt? Einfach so. Das kam einfach. Man sagt dazu auch, manche sagen es Talent. Das ist einfach so ohne Ausbildung oder so jetzt für Musikrichtung oder sowas. Nein, das kam einfach so, das ist die Leidenschaft zur Musik und die machen wir gerne. Und, ja gut, aber man braucht ja, wenn man kreativ ist und am Ende, ich sag mal in Anführungszeichen, ein Produkt steht, da braucht man ja irgendwo eine Anregung, man braucht, ja, man muss die Idee weiterverfolgen, man muss das vervollständigen. Das ist so, wie läuft der Prozess bei dir ab? Du hast eine Idee und arbeitest dran, geistig erstmal und bringst das zu Papier oder wie machst du das? Also bei mir ist es so, also ich höre ziemlich viel Musik als Musiker. Ja, und dann kommt man auf eine Idee oder man hört bestimmte Themen oder bestimmte Songs, die einen irgendwie berühren oder so, sage ich mal. Und dann fängt man an, sich selber Gedanken zu machen, was könnte man selber von sich erzählen. Da ich auch sehr viel in meinen Songs halt über mich erzähle und meine Vergangenheit oder meinen Lebensabschnitt. Ja. Ja, und dann kommen halt die Ideen im Kopf. Und dann irgendwann fängt man an, sich ein Instrumental zu bauen, also ein Beat zu komponieren. Und dann fangen wir an, unsere Texte. Dann kommen halt die Texte von alleine, die kommen dann. Muss ich sagen. Also da kommt irgendwann die Fantasie ins Spiel und dann fängt man an, sich Gedanken zu machen. Dann schreibt man das halt auf und versucht das halt so gut wie möglich zu machen. Die Fähigkeit hätte ich auch ganz gerne, ja. Dass die Texte von alleine kommen. Ist das dann, wenn du angefangen hast und die Komposition steht und der Text kommt, ist das dann schon das Produkt oder feilst du dann hinterher? Ne, also ich feile, ich bin halt ein Perfektionist, was meine Sachen angeht. Also ich versuche es immer so gut wie möglich und ich kritisiere mich selber sehr, sehr viel. Was die Leute auch dann sagen, ah, nee, brauchst du gar nicht, ist eigentlich gut. Aber ich finde immer halt irgendwo noch einen Fehler, was mir dann nicht passt. Mhm. Und wenn ich dann im Endeffekt zum Schluss selber zufrieden bin mit dem, was ich gemacht habe, dann gehe ich ins Studio und dann wird das aufgenommen. Ja. Du gehst also ins Tonstudio und dann, gut, dann wird erstmal eine Aufnahme gemacht. Wahrscheinlich sogar mehrere. Mehrere, ne? In die erste klappt ja meist nie oder
Ja, die erste, zwei, dritte wird meistens nie so gut wie dann die anderen Aufnahmen. Bist du da pingelig? Sehr. Also, ich bin da sehr, sehr pingelig, was meine Sachen angeht. Ich will es halt immer perfekt wie möglich machen. Ja. Manchmal ist es auch schon zu viel. Aber lieber so, anstatt irgendwie auf Larifari Musik zu machen, dann ja, passt ja schon. Das möchte ich dann nicht. Da will ich auf einer professionellen Ebene bleiben. Ja. Und dort auch ein gutes Produkt sein zum Schluss. Was hast du denn so für Rückkopplungen bis jetzt? So vom, von denen, die deine Musik hören? Also bis jetzt muss ich sagen, es ist positiv. Könnte halt immer mehr sein, sag ich mal. Und ja, viele beziehen sich halt auf die Stimme. Die sagen, deine Stimme ist einmalig und hat einen Wiedererkennungswert. Und das höre ich halt dann auch gerne, ja, weil das macht ja auch ein Künstler irgendwo aus. Klar, das geht runter wie Öl. Ne? Das macht halt Künstler aus und das freut mich halt, positive Feedback zu bekommen, was meine Musik angeht, dass die, viele Leute halt die Songs mögen oder die Texte. Und das freut mich dann auch immer zu hören. Ja. Bist du Studiomusiker oder machst du auch live? Ich mache beides eigentlich. Beides? Ja, ich Studiomusiker jetzt. Zurzeit mache ich viel im Studio, weil ich halt, wie gesagt, Perfektionist bin, was meine Show angeht oder live zu präsentieren. Ja. Möchte es halt richtig machen und dann auch, dann soll es auch richtig krachen, sag ich mal. Was machst du denn lieber von beiden? Ganz ehrlich, also live. Das kommt immer, das ist ein ganz anderes Feeling, muss ich sagen. Ja. Und live, das kann man nicht beschreiben. Hast du Lampenfieber? Ab und zu habe ich das, ja. Da kommt darauf an, halt, wo man ist oder was für ein großes Festival oder sowas. Ja. Und kommt schon mal vor, ja. Und die Live-Situation, ich höre das so raus. Was ist da der Kick? Ist das das Feedback mit dem Publikum? Oder was, ja, was das ist das Feedback. Ob das gut ankommt, das fragt man sich ja dann, wenn man auf der Bühne steht und das präsentiert. Ja. Oh, kommt das jetzt gut an bei den Leuten? Oder oh, nicht, dass sie mich jetzt ausbuhen. Da kommen halt viele Fragen im Kopf. Ja. Und dann versucht man halt so gut wie möglich und wenn dann die Resonanz auch top ist und die Leute da mitfeiern, ja, hat man es richtig gemacht. Genau, das ist halt der direkte oder das direkte Feedback, genau, von den beim Publikum halt, was man ja als Studiomusiker eigentlich dann nicht hat. Ne? Nö, da geht die DVD oder die CD irgendwann raus und dann hört man zwar, aber man hat nicht den direkten Kontakt. Genau, richtig, das ist, Kontakt, das, ne? Ist der Unterschied. Ja, ja, die Entwicklung ist aber sicherlich noch nicht abgeschlossen, ne? Nee, ich bin noch am Anfang, sag ich mal, ich habe jetzt 4 Jahre und bin halt ziemlich gut nach vorne gekommen. Ja. Da ich das auch alles alleine mache, halt mit meinen Kollegen zusammen. Und es ist halt ein bisschen schwieriger, ohne jetzt einen starken Rücken, sag ich mal, oder finanzielle Möglichkeiten oder etc. pp. Ist es schon ein bisschen schwieriger, aber mein Ziel ist noch nicht das, was gerade ist. Also ich will schon ganz nach oben und hoffen, dass es in den nächsten Jahren, sag ich mal, auch klappt. Hm. Hast du bisher immer nur Einzelsongs gemacht oder hast du auch schon mal ein Album zusammengestellt? Oder also Album nicht, jetzt meine EP ist gerade in Planung. Ja. Also es ist eine kurze Version vom Album. Die ist jetzt in Planung, in den nächsten Monaten soll sie eigentlich erscheinen. Hm. Und viele Projekte habe ich gemacht mit anderen Künstlern, auch Newcomer, die man auch unterstützt oder sich gegenseitig unterstützt, das mache ich halt gerne. Ja. Und Album ist noch nicht in Planung, da warte ich noch ein bisschen ab. Also du machst trotzdem, dass du jetzt selbst Musik machst, unterstützt du auch Newcomer? Unterstütze ich halt Newcomer, die gerade angefangen haben oder so. Oder ja. Man kann halt, man kennt es halt selber als Künstler oder ich selber als Musiker. Es ist schwer, alleine irgendwie was zu machen und irgendwie finanziell da voranzukommen. Und da unterstütze ich halt die Leute, die gerade anfangen oder etc. oder die halt noch nicht so den Bekanntheitsgrad haben wie ich, Beispiel. Mhm. Bin ja auch noch nicht ganz groß. Ja, und die unterstütze ich dann und mache mit denen ein paar Projekte. Und ja. Man unterstützt sich gegenseitig eigentlich, du als Künstler. Ja. Was war das Schwierigste für dich in der Anfangszeit? Anfangszeit, muss ich sagen, war die Texte schreiben. Das war am Anfang schwer, weil ich es von niemandem gelernt habe. So, ich bringe halt gerne alles selber bei. Und das war am Anfang sehr schwer und habe auch beim ersten Song habe ich auch, ich glaube, 2 Monate oder 3 Monate gebraucht. Und dann kam es. So, dann ist das irgendwann drin und dann... Das hört sich jetzt schon besser an, das ist so ungefähr... Ja, jetzt geht es ruckzuck. Aber jetzt ist es so, dass dir das praktisch, das fliegt dir zu, oder? Ja, jetzt ist es kein Problem mehr. Und wie bist du... Ja, du musst ja irgendwie auch mal angefangen haben aufzutreten, Musik öffentlich zu machen. Wie ist das passiert? Wie hast du angefangen? Ja. Also ich habe ja angefangen mit Tanzen, da war ich halt schon ein paar Mal auf der Bühne und... war das halt nichts mehr Neues, sag ich mal. Und dann irgendwann fing es an, dass es immer besser wird und professioneller wollten wir halt immer werden und nicht halt
wie viele andere, sage ich mal, einfach nur so, ich mache Musik. Ja. So, das Rap sowieso, was jeder Zweite sagt, ich bin Rapper und das wollte ich halt nicht. Ich wollte mich dann da schon ein bisschen abheben und schon ein ganz anderes Level erreichen. So. Ja. Das ist bis jetzt ganz gut gelaufen und ich hoffe, dass es dann noch ein bisschen weitergeht. Und ja. Also im Geschäftsleben würde man sagen, die Marktnische suchen und genau. Sich von den Konkurrenten abheben. Genau. Das ist so die Phase gewesen. Ja. Inwieweit hat dir denn da das Tanzen geholfen in dem Bereich? Wahrscheinlich für die Live-Auftritte? Für die Live-Auftritte ist es natürlich, weil es nicht jeder macht oder eigentlich, ich kenne keinen Künstler oder keinen Rapper in dem Bereich jetzt, der mit Tanzen was zu tun hat. Ja. Ist halt, muss man auch ein Talent irgendwo haben, sag ich mal. Und zweitens, Rhythmus. Man hört es, man fühlt es ganz anders als einer, der nicht jetzt mit Tanzen oder so zu tun hat. Mhm. Man fühlt halt die Beats, sag ich mal, instrumental ganz anders, die Musik. Ja. Das als viele andere Künstler. Also das ist ein Vorteil noch für mich. Ja. Das heißt, Tanzen ist ja auch, wenn man es jetzt wirklich, ich sag mal in Anführungszeichen, auch professionell macht, ist ja eigentlich auch ein Hochleistungssport. Ne? Wenn ist es. Ist anstrengend, aber mit den Jahren wurde es halt weniger, weil ich nicht mehr. Na, so alt bist du. Ja, nicht so alt, aber es ist schon, man muss es schon von klein auf machen, sag ich mal, ja. Sonst wird das ja auch nichts. Und irgendwann, da ich ja dann angefangen habe, Musik zu schreiben, habe ich mich auch mehr auf die Sachen fixiert. Und das Tanzen ist halt für mich jetzt nur noch nebensächlich. So. Lust und Laune, mal feiern gehen oder so, da macht man es noch. Oder mit ein paar alten Kollegen noch. Ja. Aber es ist immerhin eine Basis dessen, was du jetzt machst. Genau, richtig. Also es gehört dazu eigentlich. Gehört dazu, also für mich. Nicht für jeden, sondern für mich. Für mein Leben gehört es auf jeden Fall dazu. Ja. Ja, wie sehen denn deine Pläne so aus? Ich meine, wir haben ja schon mal andeutungsweise was gesagt. So, gibt es Zukunftspläne oder lässt es auf dich zu? Also jetzt wirklich geplante Sachen noch nicht. Also sind ein paar Gespräche da jetzt eventuell, dass es noch ein bisschen größer wird, das Ganze. Mhm. Und mein Ziel ist halt, ganz oben in den Charts mitzuspielen und mit den Großen mitzuhalten. Und auch der Stadt was zu geben. Also es ist ja schon lange nichts mehr nach bestimmten Künstlern, ich glaube 10 Jahren jetzt, nichts mehr Richtiges aus der Stadt gekommen. Und das wäre halt was Tolles. Mit dem Fußball hat es geklappt in der ersten Liga. Warum soll es nicht mit der Musik klappen? Dass die Stadt halt noch ein bisschen populärer wird. Und man repräsentiert es ja auch. Und ist das auch ein Stück Kultur. Ein Stück Kultur auch, richtig. Und das wäre halt mein Ziel, dass man der Stadt was wiedergeben kann und für mich selber mein Ziel zu erreichen, was ich von klein auf schon habe. Ja, ja, in dem Zusammenhang haben wir ja auch schon mal diskutiert, was so ein bisschen auch Zukunftsmusik noch ist. Richtig. Wir haben angedacht, sagen wir mal, ne? Es ist noch nichts, Konkretes, aber angedacht, dass du gegebenenfalls auch ein Musikmagazin machst, das dann bei uns ausgestrahlt wird. Und da gibt es, glaube ich, einen speziellen Gesichtspunkt auch noch mal mit den Newcomern. Ne? Genau, das Projekt ist in Planung. Wir hoffen, dass es klappt. Dem Magazin, das ist eigentlich mehr für die Leute, die Musik machen wollen oder gerade angefangen haben, die ein bisschen zu unterstützen, da man das ja selber auch kennt, wie schwer es ist, irgendwie was zu machen. Mhm. Und da versuchen wir halt, denen irgendwie eine Plattform zu geben, dass sie Informationen von uns bekommen oder Tipps, wie man weiterkommt, ein bisschen Aufmerksamkeit durch dieses Magazin auch. Ja. Und das wollen wir halt dann versuchen, ein bisschen aufzuziehen. Mhm. Also wenn du würdest ja dann nicht im Prinzip bei dem Magazin nicht die Musik machen, sondern du wärst im Prinzip der Moderator, Regisseur. Das ist dann halt noch offen, wie wir es verteilen, halt der Moderator oder etc. Jetzt nicht als Musiker, jetzt direkt, das wäre dann ein anderes Projekt. Na gut, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass du dann auch Stück... Könnte passieren, dass man dann eventuell noch vielleicht ein schönes Projekt macht mit denen, dass man ein Konzert irgendwie für die ganzen neuen Leute mit ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, dass man dann eventuell auch selber als Künstler mit dabei ist. Ja. Das ist alles offen, das wird sich dann alles ergeben mit der Zeit. Hast du denn, ich meine, das kann man nicht alleine machen, sowas. Nein. Hast du denn Unterstützung? Gibt es Leute, die da mitmachen würden? Ich habe da 1-2 Kollegen, die gerne Lust auch da drauf haben und hoffen wir mal, wenn alles so klappt und wir uns das so vorstellen, dass es dann losgehen kann irgendwann in der nächsten Zeit. Ja, also wir werden natürlich logischerweise, wenn du das für uns produzierst, sage ich mal, dann kriegst du natürlich von uns die Unterstützung, die wir leisten können, ist klar. Mhm. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, mit 2 oder 3
Leuten, ob das funktionieren wird. Also den einen oder anderen zusätzlich braucht man sicherlich. Kriegt man dann bestimmt auch, denke ich, noch dazu. So. Ich denke, das wird auch klappen, das wird auch funktionieren. Wichtig ist halt, dass man dranbleibt. Ne? Also so ein Eintagsküken in dem Bereich zu machen. Das ist es, was bei vielen Musikern oder die sich Musiker nennen oder Künstler oder Rapper oder die halt ihre Ziele nicht verfolgen. Die machen es kurze Zeit und dann ist wieder, ah nee, ah, ist doch so ein bisschen zu schwer, hätte ich mir anders vorgestellt, einfacher oder so. Und das unterscheidet dann auch viele Leute und viele Künstler so von richtigen und die einfach nur hobbymäßig was machen wollen. Ja. Was hält einen dabei bei der Stange? Ist das die Leidenschaft oder ist das die Rückkopplung mit dem Publikum oder also was, für mich was ist das, was die dich Leidenschaft bei der Stange? Und da ich auch sehr ehrgeiziger Typ bin, ich will einfach mein Ziel erreichen und den Leuten auch, die es mir nicht gönnen, sag ich mal, oder die daran zweifeln, ist für mich einfach, denen das zu zeigen, dass ich es doch kann und dass ich es auch schaffe. Wie ist das mit der Zielsetzung bei dir? Setzt du dir Fernziel, also das, was du eben gesagt hast oder vorhin gesagt hast, ist ja so eine Art Fernziel. Oder setzt du dir auch Zwischenziele, dass man sagt, okay, ich mache das Step by Step, ich versuche die Ziele erstmal jetzt kurz zu erreichen, um dann auf das Fernziel zuzusteuern? Also oder Step by Step mache ich auch. Also ich setze mir immer pro Jahr, was ich ungefähr machen möchte oder wie viele Videos ich rausbringe, wie viele Songs ich mache oder ob ich ein Album oder irgendwas. Also man setzt halt schon immer fürs Jahr so ungefähr Ziele, ob man die erreicht und dann kann man halt sehen, okay, lohnt sich das noch weiterzumachen oder jetzt ist es, dann läuft es nicht mehr so gut. Ja. Aber bis jetzt ist alles soweit gut gelaufen. Das heißt also, im Augenblick bist du auf dem Stand der Technik. Genau, richtig. Und also es freut mich auch so selber. Ich hätte nie gedacht, dass ich das jetzt irgendwie so mache, professionell oder versuche halt auf den Weg zu gehen. Für mich war es auch am Anfang just for fun, hobbymäßig. Ja. Und dann wurde es immer besser und die Leute haben es immer mehr gefeiert und Resonanz war auch gut, Feedback war top. Habe ich gesagt, gut, irgendwie muss ja was da sein, was die Leute mögen. Und seitdem lasse ich mich auch jetzt von keinem mehr aufhalten, sage ich mal, um mein Ziel zu erreichen. Also jetzt will ich es. Und man sollte ja seinen Traum leben, sage ich mal, irgendwo. Und man sollte es auch versuchen zu erreichen und nicht einfach mittendrin aufzuhören und, oder auf andere Leute zu hören. Ja. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Also zumindest dann, mir hat mal jemand gesagt, ein kluger Mann gesagt, wenn man aufhört zu träumen, dann kann man auch zum Friedhof gehen. Genau, richtig, so sieht's aus. So sehe ich das auch. Okay, steht denn jetzt kurzfristig was an, ein Auftritt oder sowas? Oder? Also sind Auftritte geplant, aber feste Termine gibt es jetzt noch nicht. Und ja, meine EP ist auch eigentlich soweit geplant und soll sich einfach überraschen lassen, die Leute, was passiert und was kommt. Soll einfach gespannt sein. Wird aber auf jeden Fall viel passieren jetzt in der nächsten Zeit. Okay, du machst es spannend. So soll es auch sein. Gut, Hakim, ich danke dir, danke, dass du zu uns ins Studio gekommen bist. Wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt, was das Magazin angeht, was die Planungen angeht. Wie gesagt, das ist noch nichts Konkretes, aber wir sind in der Planungsphase. Und ich denke, da wird auch was draus. Ich freue mich drauf. Ich auch auf jeden Fall. Und ich wünsche dir und deinem Team für die Zukunft alles Gute und toi toi toi. Dankeschön.